Willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem ersten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr so ein Ausschlagwerkzeug für Pressfit-Lager ganz einfach und preiswert selber herstellen könnt. Und in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr ein Einpresswerkzeug für diese Pressfit-Lager auch ganz einfach selber herstellen könnt. Wenn ihr euer Pressfit-Lager noch auspressen müsst und nicht das nötige Werkzeug dafür habt, schaut euch dieses Video zuerst an. Und wenn ihr das Lager wieder einpressen wollt, dann bleibt dran und ich zeige euch, wie ihr ebenfalls ganz einfach das nötige Werkzeug dafür herstellen könnt. Was ihr dafür benötigt, ist eine Gewindestange der Größe M10, einige Unterlegscheiben und zwei Muttern der Größe M10. Und was ihr dafür machen müsst, ist auch ganz einfach. Es ist ein einfacher Schnitt an der Gewindestange und einige Klebearbeiten an diesen Unterlegscheiben und dann seid ihr auch schon fertig mit eurem Werkzeug. Dann fangen wir mal an. Ich baue mein Einpresswerkzeug für diese Pressfettlager für ein Shimano-Lager und verwende dafür Unterlegscheiben mit einem Außendurchmesser von 37 mm. Diese Unterlegscheiben müssen in das Plastikgehäuse des Lagers passen und das Kugellager im Inneren komplett abdecken. Wenn ihr unterschiedliche Pressfit-Lager und Kugellager habt, stellt sicher, dass eure Unterlegscheibe nur auf das innere Kugellager drückt. Ich verwende außerdem Unterlegscheiben mit einem Außendurchmesser von 20 bis 22 mm. Diese Unterlegscheiben müssen in die Kugellager passen. Kontrolliert beide Seiten, weil die Durchmesser der Kugellager unterschiedlich sind. Ich habe nur 20 mm Scheiben gefunden. 22 mm Scheiben würden besser passen, aber diese funktionieren auch. Was ihr außerdem braucht, sind Muttern mit einem Gewinde von M10, das auf euren Gewindestab passt und natürlich den Gewindestab. Das ist auch alles, was ihr benötigt. Ich habe ebenfalls diese Rändelmuttern gefunden. Die sind sehr einfach zu benutzen und ihr müsst nichts weiter kleben, aber die sind auch etwas teurer. Ich habe ungefähr 3 Euro für so eine Mutter bezahlt und mich daher entschieden, euch zwei Wege für dieses Werkzeug zu zeigen. Einmal den etwas teureren mit den Rändelmuttern und den sehr preiswerten mit den Unterlegscheiben, die auch funktionieren, um dieses Werkzeug herzustellen. Als erstes müssen wir mal diesen Gewindestab abschneiden. Benutzt euer Pressfit-Lager, um die richtige Länge des Gewindestabes zu ermitteln. Messt dabei die Breite des Pressfit-Lagers, übertragt die Breite auf den Gewindestab und fügt am Ende nochmal 6 cm hinzu. Und das ist die Länge, die ihr benötigt. Benutzt etwas Klebeband, um die Länge zu markieren. Ich muss ungefähr 15 cm markieren und markiere mir diese 15 cm mit dem Klebeband. Ihr könnt entweder die Bügelsäge zum Abschneiden benutzen oder wenn ihr einen Winkelschleifer habt, auch den Winkelschleifer. Ich werde den Winkelschleifer verwenden. Ich werde euch den simplen und einfachen Bau des Werkzeugs mit diesen Rändelmuttern zuerst zeigen. Dazu benötigt ihr die Rändelmuttern und euren abgeschnittenen Gewindestab. Zurzeit könnt ihr die Rändelmutter noch auf den Gewindestab aufdrehen, aber diese Mutter muss auf dem Gewindestab hin und her gleiten. Und dazu muss ich das Gewinde in der Mutter entfernen und werde ein Loch in die Mutter bohren, um das Gewinde auszubohren. Das ist auch schon das Einzige, was ihr machen müsst. Ihr könnt nun diese Rändelmutter direkt auf den Gewindestab aufschieben, mit einer M10-Mutter fixieren. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und das ist das Werkzeug, was ihr benötigt, um ein Pressfettlager einzupressen. Wenn ihr diese Rändelmutter nicht finden könnt, zeige ich euch nun die preiswerte Alternative mit den Unterlegscheiben. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist die Unterlegscheiben in Form dieser Rändelmutter zusammenzukleben und gegen diese Rändelmutter zu ersetzen. Ich klebe nun die Unterlegscheiben zusammen und tausche gegen die Rändelmuttern aus. Benutzt euren Gewindestab als Führung für die Unterlegscheiben und beginnt mit der größten Unterlegscheibe mit einem Durchmesser von 37 mm. Tragt etwas Sekundenkleber auf die Unterlegscheibe auf. Und nun könnt ihr die kleineren Unterlegscheiben mit einem Durchmesser von 20 mm darauf stapeln.
Verwendet 4 von diesen kleinen Unterlegscheiben und tragt zwischen jede etwas Sekundenkleber auf. Fixiert die Unterlegscheiben mit der M10-Mutter so lange, bis der Sekundenkleber ausgehärtet ist. Macht das gleiche nochmal mit allen anderen Unterlegscheiben und ihr haltet 2 solche Art Rändelmuttern, die ihr später verwenden könnt. Ich werde meine Unterlegscheiben zusammenschmeißen, da ich das Werkzeug sehr oft benutze und es sehr haltbar sein muss. Wenn ihr das Werkzeug bloß einige Male verwendet, funktioniert auch der Sekundenkleber sehr gut. Ich muss noch einige Schweißnähte machen und wenn ich alle Unterlegscheiben zusammengeschweißt habe, zeige ich euch, wie ihr mit eurem selbstgebauten Werkzeug euer Pressfitlager einpresst. Ich habe alle Unterlegscheiben zur gleichen Form wie die Rändelmutter zusammengeschweißt. Nun kann ich das selbstgemachte Werkzeug zusammensetzen. Das sind meine Unterlegscheiben und das ist diese Rändelmutter. Die Unterlegscheiben sind ein wenig schmaler, funktionieren aber genauso gut. Nun möchte ich euch zeigen, wie man mit dem selbstgebauten Werkzeug so ein Pressfitlager einpresst. Schiebt dazu eure Unterlegscheiben auf die Gewindestange. Stellt sicher, dass ihr bei dem Lager die linke und die rechte Seite markiert habt. In der Mitte gibt es noch so ein Zwischenstück, das kann man entfernen. Nehmt die linke Seite des Lagers, schiebt sie ebenfalls auf die Gewindestange und die Gewindestange nun durch den Rahmen und setzt die linke Seite des Lagers leicht ein. Auf die rechte Seite schiebt ihr die rechte Seite des Lagers, setzt diese auch leicht ein. Nehmt den zweiten Stapel eurer Unterlegscheiben, setzt diese auf die Gewindestange. Fixiert alles mit einer Mutter. Und nun könnt ihr die Mutter mit Schraubenschlüsseln anziehen und damit die Lagerschalen einpressen. Dreht den Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn, so lange bis die Lager fertig eingepresst sind. Meistens gibt es ein leichtes Knacken der Lagerschale, wenn diese richtig eingepresst ist. Danach könnt ihr euer Werkzeug entfernen und seid auch schon fertig. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit eurem neuen Werkzeug und ihr hattet auch Spaß beim Schauen dieses Videos. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.